So, 15:02 Uhr. Herzlich willkommen zu unserem Cut-Café, zu unserem Cut-Café Nummer 53 mittlerweile. Für diejenigen, die neu dabei sind, unser Cut-Café ist ein Format, wo wir einfach alle 14 Tage hier so zusammenkommen und uns über CAD austauschen im Allgemeinen. Wir versuchen hier Themen, die uns an der Hotline in den letzten beiden Wochen aufgefallen ist, wo wir dann davon ausgehen, dass es halt nicht nur für einen entsprechenden Kunden, sondern für mehrere Kunden interessant sein könnte, dass wir diese Themen hier aufgreifen und nochmal mit Ihnen besprechen. Worauf wir natürlich ebenfalls hoffen, ist halt in diesen Cut-Café-Sitzungen, dass Sie halt Fragen direkt an uns stellen, die wir dann nicht beantworten können, sondern jemand aus dem Publikum schon eine ähnliche Aufgabenstellung hatte und in irgendeiner Form gemeistert hat und dann seine oder ihre Erfahrungen dann mit uns oder mit unserem Publikum hier an dieser Stelle teilt. Cut-Café wird aufgezeichnet, wird dann in unserem YouTube-Kanal entsprechend veröffentlicht, dass Sie dort an der Stelle Bescheid wissen. Mittlerweile gehen wir immer hin und definieren die einzelnen Themen, die im Cut-Café besprochen wurden, die Hauptthemen, und wir benennen sie oder wir beschriften sie mit einem Zeitstempel, sodass Sie in dem YouTube-Video direkt von einem Thema zum anderen Thema dann springen können und entsprechend auch das Thema aufgelistet bekommen, was Sie möglicherweise interessieren. Ja, in letzter Zeit, man merkt, dass es so ein bisschen wärmer wird. Hallo. Hallo, Frau Baume. Und auch unsere Kollegen, Sie sehen, Herr Trost fehlt. Der ist im wohlverdienten Urlaub. Der ist in einer Woche da noch, glaube ich. Ne? Genau, ja. Nächste Woche ist er wieder da. Und wir merken das auch an der Hotline, dass er halt relativ ruhig ist und keine besonders zu erwähnenden Punkte, außer zwei. Frau Ambusch hat was rausgesucht für Sie. Aber letztlich wird es heute eine offene Gesprächsrunde und sind dann auf Fragen und auf Hinweise dann von Ihnen sehr gespannt. Wie sieht's aus? Fragen? Wer hat was? Wem liegt was auf dem Herzen? Wer hat was? Nur das von heute Vormittag, wenn nicht dann. Wissen Sie ja. Ja, Frau Bammel, das müssen wir uns getrennt angucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, wie wir das lösen. Ja. Hallo. Hallo, Frau Pinschel. Ich hätte sonst auch noch eine Frage. Und zwar haben wir eine DWG, wo relativ viele Layouts über die Jahre erstellt wurden und jetzt einige Layouts gerade nicht gefragt sind quasi, mir aber immer unten natürlich super viele Reiter aufgezeigt wurden. Und da war jetzt meine Überlegung, ob es eine Option gibt. Also ich kenne es jetzt nur von Excel zum Beispiel, dass man ja in Excel Zeilen ausblenden kann. Und da war meine Frage, ob es beim CAD irgendeine Option gibt, dass man eben Layouts, die man gerade nicht braucht, ausblenden kann, dass die Leiste unten nicht so voll ist. Also Sie meinen hier, dann sieht man mein Bildschirm? Mhm, den sieht man. Okay, ja. Dann habe ich hier Layout 3, Layout 5 und so weiter, dass Sie dann sagen, okay, rechte Maustaste, ausblenden. Genau. Ja, ich würde mal argumentieren, CAD-Arbeit ist viel, viel wichtiger als Excel-Arbeit. Deshalb darf da nicht, nein, also mir ist es nicht bekannt, dass Sie das ausblenden könnten. Mhm. Mir ist sehr wohl bekannt, dass Sie hier auf dieses Löschen gehen können. Ja, sagen können, okay, das sind die Layouts, die brauchen wir nicht. Vielleicht machen Sie einen DWG-Stand und sagen, das ist jetzt DWG 2023. Mhm. Alle Layouts, die dann im Vorfeld sind, haben Sie dann gespeichert, DWG 2018 bis 2022 zum Beispiel, dort lassen Sie diese Layouts drin. Und im neuen, wo Sie diese Layouts vielleicht nicht mehr benötigen, löschen Sie raus. Mhm. Das ist mein Kenntnisstand. Es sei denn, es gibt jemand, wen haben wir denn hier? Ja, weiß nicht, ob das jemand, also ich habe das bisher noch nicht auf dem Tisch gehabt. Glaube auch, dass das nicht geht, dass man das nicht ausblenden kann. Weil das ist die einzige Option, hier rechte Maustaste zu klicken und dann kann man hier sagen, okay, ich sortiere das Ganze, aber ich kann hier nicht irgendwie das Ganze ausblenden. Ja, das war nämlich auch mein Gedanke, dass ich eben mal mit Rechtsklick geguckt hatte, aber nichts gefunden hatte und dann nur vielleicht die Hoffnung hatte, manchmal ist ja, dass man manche Optionen sich erst freischalten muss, aber dann werde ich so machen, wie Sie es gesagt haben, dass ich einfach einen Zwischenstandspeicher und den Rest einfach lösche.
Genau, das wäre auch so mein. Ich habe jetzt hier vorne ist nochmal so eine Tabelle, wo ich nochmal sagen kann, aktuell die Reihenfolge verändern kann. Aber hier gibt es nicht von wegen Ausblenden. Aber das ist ein guter Hinweis. Vielleicht ist das eine Option, weil ich das hier war mir nicht bekannt, dass es hier im Layout den Layout-Manager gibt. Mhm. Aber wenn es einen Manager gibt, könnte man ja durchaus sagen, hier ausblenden oder so aus dem. Und dann könnte man sagen, ausgeblendete wieder einblenden. Das geben wir mal weiter. Vielleicht bauen wir das mit ein, als Funktionswunsch sozusagen. Super, vielen Dank. Okay, danke auch. Ich hätte vielleicht zwei Ideen, falls das hilft. Das, was man immer braucht, nach links schieben und was man fast nie braucht, nach rechts schieben. Ja, vielen Dank. Genau, das mache ich auch noch am häufigsten. Aber gleichzeitig irritiert es mich dann ja, wenn die Zahlen dann unten nicht in der richtigen Reihenfolge sind. Deswegen dachte ich, wenn ich es verschwinden lasse. Vielleicht kann man ja. Aber ich habe es von exportieren gelesen. Wenn man das Layout 3 zum Beispiel exportiert, dann löscht, könnte es nicht sein, dass man es dann wieder importieren kann. Ich habe schon exportieren gelesen. Dann wird das irgendwie gehen. Das ist unser Layout und dann gehen wir an Layout 3 und sagen, unser Layout 3 sieht so aus. Okay, was passiert, wenn wir unser Layout 3 exportieren? Export Layout 3, dann legt er das hier auf meinen Desktop. Nee, Backlauer, das war das nicht. Test Layout Export, gucken wir mal. Und dann möchten Sie, ja, mach mal. Und das, was er macht, ist bei dem Export, er erzeugt uns ein Modell, okay? Er erzeugt uns ein Modell, oder eine neue Zeichnung und packt all das, was wir hier im Layout haben, ins Modell hinein. Ja, Sie sehen, es hat keine Auswirkung auf unsere ursprüngliche Zeichnung. Es ist nach wie vor Layout 3 hier an dieser Stelle enthalten. Das ist nur dann, wenn Sie Layout exportieren wollen. Das ist auch eine sinnvolle Funktion. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich habe jetzt für den Elektroplaner habe ich ein Layout Elektroplanung. Ich möchte nur, dass er die Informationen sieht, die zu dem Elektroplaner gehören. Und dann können Sie aus dem Layout dann eine Zeichnung, eine komplett neue Zeichnung für ihn erzeugen. Sie haben immer tolle Fragen. Keine Ahnung. Also gehen wir mal hier ins Zweidimensionale und dann sagen wir hier Quader. Und zeichnen mal einen schönen Quader hier. Okay, das ist jetzt 3D. Gehen dann in unser Layout, Doppelklick, dann haben wir hier so etwas wie 3D und das ist Layout 3 und jetzt exportieren wir es wieder. Exportieren, ne, wir benennen es mal um, Layout 3 mit 3D und dann gehen wir hier auf Export und dann sagen wir Layout 3D. TWG soll er machen und soll es auch gleich öffnen. Ja, es ist irgendetwas 3D-mäßiges, sehen Sie. Ob das das ist, was man benötigt, weiß ich nicht. Müssen Sie halt mal mit Ihren Zeichnungen experimentieren. Also offenbar ist es 3D. Sie sehen, es hat den Quader. Auch wenn ich hier im Layout hier so drauf gucke, man kann mutmaßen, dass es ein Quader ist, weil wir es wissen, aber er hat das als 3D-Objekt tatsächlich auch ins Layout übertragen. Na komm, ich muss das hier ein bisschen zur Seite schieben, gehen in die Draufsicht. Das ist die Draufsicht. Und so wie wir es sehen, macht er auch ein Layout daraus. Ja. Unser Kreis sieht aus wie eine Ellipse hier an dieser Stelle, weil ich in meinem Layout das ja so ein bisschen gedreht hatte. Ich würde sagen, dreidimensionalen Vorsicht. Eine Variante, die Layouts in eine andere Zeichnung zu kriegen, wäre noch eine neue Zeichnung zu erstellen und dann über die Funktion Rechtsklick von Vorlage die gewünschten Layouts da rein zu kopieren. Dann könnte man so aus der Originalzeichnung rauslöschen. Okay, dann kann man so da aus der Zeichnung auch nachher wieder importieren.
Also, ich gehe hier auf meine Zeichnung 1, Datei speichern unter, das ist erstmal vorausgesetzt, speichern unter, das liegt jetzt auf dem Desktop und heißt hier Quellzeichnung, okay, und Layout 3D. Und jetzt mache ich eine neue leere Zeichnung, da ist nichts drin. Und dann sage ich hier von Vorlage, ne? Das war die Idee. Genau. Aus Vorlage und dann gehe ich hier wieder auf meinen Desktop und suche meine Zeichnung. DWG. Wieder. Ich muss umstellen auf DWG. Das ist meine Quellzeichnung. Okay. Und aus meiner Quellzeichnung nehme ich jetzt hier Layout 3.3. Das ist ja natürlich nichts zu sehen, weil ja der Modellbereich leer ist, aber man könnte die Layouts halt so ablegen nach Jahreszahl oder irgendwas und könnte sie später auch wieder in die Quellzeichnung zurück importieren. Ah, okay, gut. Aber hier in diesem Fall hat er die Zeichnungselemente gar nicht übertragen, glaube ich, ne? Nee, das ist jetzt nur das Layout. Okay, nur Layouts, ja. Aber die Inhalte, wie? Aber die Einstellungen bleiben gleich, das heißt... Ja. Wenn man es nachher wieder zurück importiert, dann müsste auch wieder in dem Layout wieder das genau das dargestellt sein wie vorher. Ah, okay. Das ist jetzt hier Layout Zeichnung 2, Datei speichern unter. Das ist dann meinetwegen Zeichnung 2 speichern. Und dann kann ich hier in der Quellzeichnung, kann ich das löschen? Also das jetzt löschen oder umbenennen, genau. Ja. Alt. So, und jetzt können Sie aus der Zeichnung 2 das wieder reinholen und dann müsste eigentlich auch der Layout-Ausschnitt wieder genau der gleiche sein. ODWG und dann ist das hier Layout in der Zeichnung 2 und da nehmen wir nur Layout 3D. Perfekt. Ja, na, dann sieht es genauso aus wie hier. Hm. Ja. Okay. Ja, wäre eine Variante, wenn man natürlich, also letztlich ist es ja so, die Objekte, die ändern sich ja hier nicht im Modell, die Objekte bleiben so, wie sie sind und im Layout haben sie halt gleich ihren Planstempel und haben irgendwie erklärende Beschriftungen dazu und das würde dann ja mit exportiert und wenn sie es importieren wieder, wie hier beschrieben, dann sollte das entsprechend funktionieren. Aber ich bin ein Freund von so einfach wie möglich, Datei speichern unter, wie gesagt, bis 2018. Das sind meine Vorlagen und das sind meine Layouts. Und dann mache ich eine neue Datei. Das wäre halt die Variante. Mit externen Referenzen und so weiter brauchen wir da auch nicht kommen. Das wird nicht in externe Referenz gespeichert. Von daher, gut, haben wir jetzt einige Wege beschrieben. Okay, weitere Fragen? Und ich hatte an der Hotline, hatte ich einen Fall hier notiert. Und zwar war bei einer Kollegin hier die Befehlszeile weg, komplett weg. Und dann habe ich geguckt, wie man das dann zurückholen kann. Letztlich hier, je nachdem, wenn Sie halt mit der 23er Version, mit den höheren Versionen arbeiten, im Übrigen, Info für alle. Aktuell ist 23.205, die neueste Version. Es sei denn, die haben heute Morgen eine neue wieder reingepackt, aber das ist die aktuellste Version. Und in der aktuellen Version gibt es hier diesen blauen Bereich für Benutzeroberfläche. Und hier gibt es einen Schalter, heißt dann Befehlzeile mit Anzeigen oder nicht. Wenn ich sage Befehlzeile nicht anzeigen, dann ist meine Befehlzeile weg. Sehen, wenn ich meine Maus ruhig halte, dann verschwindet hier unten meine Befehlszeile. Ist aber nicht so, dass es komplett weg ist. Wenn ich zum Beispiel hier einfach eintippe Linie, dann komme ich wieder sozusagen in die temporäre Befehlszeile und kann meine Linienobjekte und so weiter, meinen Linienbefehl starten. Oder Sie klicken hier auf wieder Befehlszeile an, dann habe ich hier meine Befehlszeile wieder. Wenn Sie das hier nicht haben, dann gibt es einen Befehl, einfach in der Befehlszeile eingeben, so rum. Es gibt zwei Befehle. Einmal Befehlszeile, das schaltet die Befehlszeile wieder ein, oder Befehlszeile ausblenden. Wenn ich sage Befehlszeile ausblenden, ist es halt genauso gut, wie hätte ich hier diesen Schalter umgelegt. Jetzt ist es weg. Wenn ich sage Befehlszeile
also ohne Ausblenden, nur Befehlszeile. Und dann ist meine Befehlszeile hier. Und über Panels ist möglich. Und per Panels. Es gibt auch einen Shortcut dazu mit Shift F2. Und dann Befehlszeile. Einer hat ausgeblendet. Shift F2. Okay, suchen wir mal. Shift F2. Hey, perfekt. Ja. Cool. Also ist noch schneller. Shift F2. Dann geht das auch. Warum sagt unter Panel? Befehlszeile. Okay. Ah ja, kann man auch einschalten, ausschalten hier. Rechte Maustaste. Ist wohl mittlerweile ein Panel. A, B, C, Befehlszeile. Ich mag aber Shift F2. Ja. Kann man ebenfalls ein- ausschalten. Ja, das war mein, was ich im CAD-Café, also wir haben ja mittlerweile unser Support-System und immer im Support-System kann ich dann einfach, wenn ich meine, das ist interessant, dann habe ich da ein Feld, kann dann anhaken, CAD-Café und dann zeigen wir das oder versuchen das im CAD-Café zu zeigen. Die nächste Funktion, die ich mir hier aufgeschrieben hatte, war Maßstabsliste bearbeiten. M-Stab. Es ist ja so, dass wir hier für die Beschriftungsmaßstäbe hier unsere Maßstäbe festlegen können. Und da war die Frage, wie kann ich dann, wenn ich hier zum Beispiel einen neuen Maßstab definiert habe, mein Maßstab ist gleich, keine Ahnung, 10 Einheiten. Wie kann ich diese Maßstabsliste entsprechend in einer anderen Zeichnung übertragen? Ich klicke hier auf Speichern. Und wenn ich hier in meine Zeichnung 2 zum Beispiel gehe und hier dann wieder auf Maßstabsliste bearbeiten, dann sehen Sie, dann ist meins hier nicht mit drin. Und dann kann ich hier auch rechte Maustaste, glaube auf Vorlage und wähle wieder meine Zeichnung aus, DWG, Quellzeichnung, wo ist meine Quellzeichnung? Hier. Und wie heißt das? Das funktioniert sowieso nicht, Herr Kutschatuk, weil der Maßstab nicht benutzt wurde. Müssen wir ihn erstmal verwenden. Wieder zurück. Echt? Ja, so einmal so ein Fall. Okay, vergessen Sie es, ich schneide das wieder raus. das funktioniert nur dann, wenn Maßstabs, also in diesem Layout dieser Maßstab entsprechend verwendet wurde, dann würde das natürlich wieder mit übertragen werden. Fachleute unter Ihnen, wie würden Sie denn die Maßstabsliste von einer Zeichnung in eine andere übertragen? Also ich weiß, dass es funktioniert, wenn ich hier hergehe und sage, hey, du bist ein Beschriftungsmaßstab und in dieser Zeichnung hinzufügen, wo bin ich denn jetzt in der Quellzeichnung? Meins. Wir müssen erstmal hier klicken. Okay, so. Und wenn ich hier zum Beispiel meinen Beschriftungsmaßstab hier mit drin habe, kann ich hier sagen, Steuerung C. Gehe in meine leere Zeichnung, wo jetzt das hier nicht mit drin ist. Drücken wir es nochmal. Maßstabsliste bearbeiten ist nicht mit drin. Und wenn ich einmal Steuerung V meinen Text hier eintrage, einfüge, unter Maßstabsliste bearbeiten, kommt dieser mit. Also immer dann, wenn Sie, wie zum Beispiel bei einem Bemaßungsstil, wenn Sie einen Bemaßungsstil von einer Zeichnung in eine andere übertragen wollen, können Sie auch irgendein Bemaßungselement zeichnen und das dann mit Steuerung C, Steuerung V übertragen und auch jede Maßstabsliste wird entsprechend, die zugehörigen Maßstäbe werden entsprechend mit übertragen, wenn die Objekte mit übertragen werden und dann können Sie natürlich hier sagen, okay, ich lösche diese temporären Objekte, die ich ja nur zum Übertragen der Maßstabsliste benötigt habe, könnten wir über diesen Weg übertragen. Okay. Wir haben das
Wir haben das Ganze als einen Block in unserer Bibliothek liegen, also wo wir unsere 5 oder 6 Bemaßungs-, Beschriftungs- und Multiführungslinienstile quasi als Objekte drin haben. Und das, wenn man das dann als Block in die Zeichnung einfügt, dann hat man alle direkt bei der Hand. Okay, löschen Sie dann Block wieder raus oder lassen Sie in der Zeichnung? Meistens lassen wir den dann in der Zeichnung irgendwo in einem Bereich, wo man so Hilfsobjekte und sowas alles liegen hat. Ansonsten gibt's noch ein Lisp von einem amerikanischen Programmierer, aber das ist ja immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Das ist ein Lisp, damit kann man Sachen aus anderen Zeichnungen importieren. Also Layouts, Layer, aber eben auch Maßstäbe und Blöcke und sowas alles. Aber mit Lisp ist ja nicht jeder so. Ja. Befreundet mit. Wenn es halt hilft, wäre es mir das Risiko wert, wenn ich da hunderte von Layouts in irgendeiner Form manuell und mühsam und da gibt es irgendeinen Diskutierer, dann wäre ich, dann hätte ich damit keine Probleme, weil ich ja meine Zeichnung dann speichern kann, erstmal testen kann und wenn es halt. Ja. Ja, ich benutze das auch schon eine ganze Weile und für solche Sachen ist es eigentlich ganz schön, aber auch wie einfach. Wie heißt denn dieser Lisp? Wo habe ich es? Warten Sie mal. Wir sprechen mit dem nächsten Cut-Café. Ich dann denke, kann ich es raussuchen. Aber ich, okay. Ja, können Sie ja dann noch irgendwie das, was wir haben und einfach mitteilen. Also das Lisp selber heißt Stil, also Stehlen, auf gut Deutsch gesagt. Aber ich komme gerade nicht drauf, wie der Programmierer hieß. Ja, kann man ja dann mal googeln und dann. Vielleicht. Ich suche gleich mal raus, dann schicke ich Ihnen. Okay. Also, Namen. Gut, vielen Dank. Ich könnte mir doch vorstellen, dass eine Datei hat, wo die drauf zugreift, wo die heißt, dort sind alle Linienstile, die verwendet sind, drin. Dort sind alle Blöcke drin und so weiter und so fort. Und wenn man diese Datei kennt, dass man die dann verknüpfen kann mit der anderen Datei. Und hat dann die Bemaßungsstile alles, was in der ersten Datei war und der zweiten Datei. Also so etwas gibt es nicht, meines Wissens. Ist es so, dass im BricsCAD oder auch im allgemeinen AutoCAD ist es halt so, dass alles einzeln definiert ist. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel Linientypen ansprechen, die stecken in einer Linien-Datei, da sind aber nur die Linientypen drin. Da sind keine Bemaßungen drin, gar nichts drin. Mhm. Die Bemaßungen, das kann man nicht gesondert abspeichern, das ist immer als Teil einer Zeichnung sozusagen. Textstile genauso. Man kann es leider nicht in eine Konfigurationsdatei speichern und sagen, hol mir das wieder aus der Konfigurationsdatei. Aber das ist nicht durch Explorer kann man, ne? Ja, Frau Amrusch sagt gerade, der Zeichnungsexplorer, der macht das natürlich ebenfalls. Ja, auch im Zeichnungsexplorer kann man hingehen und sagen, okay, ich habe hier in dieser Zeichnung, keine Ahnung, warum ist das so klein alles, ich habe jetzt hier 3 Zeichnungen geöffnet und in dieser Zeichnung, also im einfachsten Fall habe ich hier zum Beispiel Layer. Ich lege hier einen neuen Layer an, das ist ZZ55, einen neuen Layer. Und dann kann ich hier sagen, du Layer, dich kopiere ich. Und kann dann in eine neue Zeichnung gehen, in die nächste Zeichnung gehen, wo ich diesen Layer nicht habe. Und dann kann ich hier sagen, füge das mal ein, dann nimmt er halt die Layer-Definition. Und das kann man halt mit den meisten Befehlen hier auch machen, zum Beispiel die Bemaßungsstile, wenn ich diesen Stil in der anderen Zeichnung haben möchte, ebenfalls kopieren, in die andere Zeichnung gehen und der Bemaßungsstile einfügen. So funktioniert das hier, aber Sie sehen, man hat hier keine Möglichkeit, zum Beispiel Linientypen zu importieren, exportieren. Das geht nur mit einer speziellen Lin-Datei. Okay, haben wir eine Frage im Chat? Ah ja. Im Chat hat Gispers den Link zu LIMAC geteilt, stil.html. Also LIMAC ist kein unbekannter Programmierer. Wir haben schon viele Routinen von ihm verwendet hier. Braucht man sich nicht so große Sorgen machen, glaube ich. Ja. Vielen Dank, Herr Gispers. Okay, so Amrusch. Ein bisschen auf die Uhr gucken, fast 15:30 Uhr. Könnt ihr das bitte unten mal in die Befehlszeile eingeben? Dann kann man sich ja dann abtippen, wenn man das Cat-Café wieder anschaut. Guter Hinweis. Ich gehe hier mal auf
auf Chat. Wo ist denn mein Chat jetzt hier? Okay. Merkwürdig. So, das ist es nicht. Sie haben aber auch vorhin den Chat gezeigt, der wird doch gezeigt, oder? Im Video. Ja, Chat. So, Link, ja, ja. Chat ist geöffnet. Weiß nicht, warum. Ich sehe leider den Chat nicht mehr. Ich versuche etwas zu schreiben. Sieht man meinen Monitor? Ja, meinen Monitor sieht man. Ah ja, jetzt da bin ich Chat. Okay, sie meint hier so. Chat schließen, das hier auch schließen und in die Befehlszeile eingeben. Also, oder wir machen es anders. Wir machen hier M. Ich habe auch selber aus dem Chat rausgenommen jetzt. Okay, perfekt. Textblock, Steuerung V. Okay, Zoom Grenzen. So heißt ohne dieses Doppelpunkt am Anfang. Lee-Mac.com und dann stil.html. Okay, Frau Amrush, dann zeigen Sie uns mal Ihre Funktion, die Sie rausgesucht haben. Verschieben. Dann Bildschirm Sie freigeben. Ach so. Bühne, genau. Jetzt sehen wir es ja. Okay. So, folgender Ausgangspunkt. Wir haben eine Trasse geplant. Unsere Trasse verläuft nicht immer oder meistens nicht gerade. Und unser Ziel ist es, möglichst einen Plan zu erzeugen, wo die Trasse auch parallel zu unserem Planrahmen läuft. Das machen wir jetzt zum Beispiel auch. Der Auftraggeber sagt schon den Plan, Blattgröße plus in welchem Maßstab die Trasse sein soll, der Plan sein soll. Wir haben hier jetzt A1 ausgesucht. Wir nehmen unsere Ansichtsfenster. Wir fügen ein Ansichtsfenster. Hier kann man übrigens auch zwei Ansichtsfenster erzeugen. Machen wir auch gleich jetzt. So, horizontal oder vertikal werden wir befragt. Wir nehmen horizontal, fügen zum Beispiel von der Ecke bis nächsten Fangen, zum Beispiel bis hierhin. So, und eins der ersten Wünsche wäre, dass der Plan, also der Plan soll sich gedreht werden natürlich, dass der Plan, das Ansichtsfenster, der Rahmen auch am liebsten auch im Modell zu sehen ist, als Übersichtshilfe. Gut, wir nehmen jetzt zum Beispiel einen Maßstab von 1 zu 250. Moment bitte. Oh Gott. Das wäre Faktor 4. So, dann können wir von mir aus dieser Rahmen nehmen. Kleinen Moment, ich verschiebe mein Fenster hier hin. So, und jetzt möchte ich lösche mal diese zwei Rahmen hier. Jetzt möchte ich, dass mein Ansichtsfenster im Modell übertragen wird. Das geht wie folgt, durch Bärwechs heißt das. Das nennt sich Bereichwechsel. Dafür zeichnen wir als erstes, und ich gehe mal zum Layer, machen wir so zum Beispiel. Da. Genau. Bereichwechsel, dafür nehmen wir, zeichnen wir erstmal ein Rechteck. Bis hierhin. Und dieses Rechteck möchten wir jetzt auf Modell haben.
So, dann geben wir in die Befehlszeile Bär wächst. Bärwechsel für Bereichwechsel, Enter. Und jetzt werden wir befragt, also Objekte wählen. Wir klicken auf unser Rechteck. So, und klicken dann auf Enter. Jetzt werden wir befragt, welches Ansichtsfenster wir nehmen wollen. Also wir können hier zwischen zwei verschiedenen Ansichtsfenstern wechseln. Wir nehmen dieses Ansichtsfenster und drücken dann Enter. So haben wir unseren Rahmen. Wir müssen also nicht irgendwas selber rechnen oder skalieren. So, jetzt haben wir im Moment noch die Trasse, die diagonal läuft. Wir möchten das ändern. Es gibt zwei Varianten dafür. Ich zeige es jetzt auch. Also jetzt nehmen wir erstmal eine Variante heißt Bereich ausrichten. Und danach zeige ich auch BKS, also wie man BKS auch dreht, ohne dass im Modell auch gedreht wird, also nur im Layout. Wir richten dann unseren unseren Rahmen, wie wir es haben wollen. Das haben Sie mit dem Manipulator gemacht, also letztlich nicht gedreht. Ja. Genau, also ich möchte gerade nur meinen Rahmen drehen. Zum Beispiel, ich möchte, dass ich nur diesen Bereich hier ausdrucke, um Papier auch zu reduzieren, Papierbereich. So, jetzt gehe ich hier rein. Ich kann jetzt ruhig auch rauszoomen. Und jetzt gehe ich hier unter Ansicht und Bereich ausrichten. Ich klicke drauf. Jetzt werde ich befragt, erster Ausrichtungspunkt im Modellbereich definieren. Also, der sagt zwar im Modellbereich, aber wir sollen uns trotzdem im Layout befinden. Das wäre jetzt der erste Ausrichtungspunkt. Wir werden noch nach zweiten Ausrichtungspunkt befragt. Das wäre jetzt auch hier. Und jetzt, haben Sie zweimal den gleichen Punkt ausgewählt? Nee, oben und unten. Ah, okay. Ja. Also. Und jetzt werden wir befragt nach dem ersten Ausrichtungspunkt im Papierbereich. Also das wäre jetzt, zum Beispiel, ich möchte es drehen von hier auch bis hierhin. So, und jetzt wieder werden wir nach dem Ansichtsfenster gefragt, welches Ansichtsfenster sein soll. Das ist auch markiert. Ich klicke dann einfach auf Enter und schon ist meine Trasse gerade, auch im Maßstab 1 zu 250. Ich muss nicht nochmal den Maßstab eingeben. Ja, steht schon auf 4 zu 1, ja. Genau, und hier als kleine Kontrolle. So. Okay. Das wäre jetzt die eine Möglichkeit. Lass mich das mal kurz zusammenfassen. Ja. Das erste war Bereich wechseln. Das hat mit dem Ausrichten, mit noch dem nicht, Element genau. nichts zu tun. Das ist immer dann als genau, sinnvoll, ja. wenn man zum Beispiel sagt, ich habe irgendein Objekt im Layout und dieses Objekt oder diese Objekte möchte ich ganz gerne in der entsprechenden Größe, weil im Layout sind wir eskaliert mit dem Maßstab, im Modellbereich darstellen. Mhm. Das haben wir nur als Orientierung genommen. Okay. Genau. Und dann haben wir, sind wir ins Layout. Erstmal hier habe ich den Rahmen auch gedreht, wie ich es haben möchte. Genau. Im Modell. Ja, und dann geht ins Layout und haben dann gesagt, das ist für mich auch neu. Unter Ansicht haben wir gesagt, Bereich ausrichten, ja, okay. Ja. Ist das eine neue Funktion hier, Bereich ausrichten, oder ist es schon? Ich denke, das ist ein bisschen, also das gibt es auch im Express-Tools. Ah, okay, kommt vielleicht daher, ja. Vielleicht deswegen. Eine andere Möglichkeit mit BKS drehen, soll ich das auch zeigen, oder? Ja. Ich weiß nicht, was dann für die Anwender besser wäre, oder wo ist das jetzt hier? So, ich zoome mich dahin, wo ich
gehen möchte. Zum Beispiel machen auch das so. Kopieren. Ich hoffe, das geht jetzt mit Steuerung. Kopieren. Ups, Moment. Ich muss den hier auslösen. Ich bin ein bisschen neu in diesem. So, mit Steuerung. So, jetzt möchten wir zum Beispiel in diesem Bereich auch drehen mit BKS-Methode, Variante. So, jetzt zoomen wir uns dahin als Anhaltspunkt und geben dann in die Befehlszeile BKS ein. Enter. Und ohne irgendwas hier zu klicken, definieren wir jetzt X-Achse und Y. Von hier bis hier zum Beispiel, genau. Und jetzt werden wir nach zur anderen Seite gegangen. Warum? Okay. So, das wäre die Y-Achse. Enter. Und danach kommt die Ersicht. Ich hoffe, der wird nicht kopfüber. So, die Ersicht, das ist jetzt Draufsicht nach aktuellen BKS. Was ist das? Irgendwas habe ich falsch gemacht. Auf jeden Fall, das habe ich gespürt. Beim XY definieren war irgendwas faul. Moment bitte, machen wir nochmal. Also, BKS. Erstmal Welt, Entschuldigung. BKS Welt. So, jetzt bin ich erstmal gerade. Jetzt gebe ich BKS ein. Definiere mein X-Achse. Oh Gott, Umfang. Wo bin ich gerade? Da ist mein Ende. Ja, jetzt muss es. So, jetzt die Y-Achse definieren. Und jetzt mache ich die Ersicht. Draufsicht nach aktuellen BKS drehen, ja. Und so habe ich dann auch mein Ansichtsfenster nach aktuellen BKS gedreht. Ich kann hier jetzt noch zusätzlich den Maßstab eingeben. Und hier im Modell ist es halt so, wie es davor war. Okay. Also diese Variante mit BKS drehen. Und sie hat jetzt gezeigt mit Y-Achse und mit Bereich ausrichten war ja die andere Funktion. Aber das mit dem BKS drehen, das ist ja das, was wir vorher auch, da gibt es, glaube ich, in ein paar Cut-Kaffee-Sitzungen, hat mir das ebenfalls gezeigt. Okay. Und da haben wir nicht XY gezeigt, sondern wir haben gesagt, richte das an einem Objekt aus. Ne? Ah, okay. Und dann hat er das auch ausgerichtet. Aber das hat natürlich den Nachteil, ja. Hat den Nachteil, dass wir jetzt das nochmal rechts und links entsprechend von der Größe nochmal anpassen müssen. Deshalb gefällt mir die Variante mit Bereich ausrichten. Bei hier muss ich panen und so. Genau. Und das andere finde ich dort an der Stelle entsprechend interessanter. Okay, so. Verwendet ihr vielleicht andere Varianten, die wir noch nicht kennen? Ich mache jetzt auch stoppen. Ja. Also die erste Variante finde ich super, die werde ich auch viel brauchen. Meine Frage wäre jetzt nur, ob die erste Variante nur auf XY-Ebene geht oder auch auf XZ-Ebene. Frau Baumann, das ist jetzt eine Hausaufgabe für Sie. Beim nächsten Cut-Café haben Sie das getestet und erklären uns das. Ich bin noch nicht einmal noch nie im Papierbereich gewesen. Es gibt erst noch einen Kurs. Okay. Aber ich denke voraus. Und ja. Das wäre super, wenn das im XZ nämlich auch gehen würde. Also bei Bereich ausrichten gibt es diese Möglichkeit nur im Layout. Das aber im XZ. Andere im Layout, ein Schacht oder ein Haus von der Seite ansehen und nicht nur am Grundriss. Mhm.
Das weiß ich nicht. Schauen wir noch mal. Mein Bildschirm freigeben. So, sieht man denn mein Bildschirm jetzt? Ja. Okay. Also, für diejenigen, die dann das so ein bisschen mühsam fanden eben, Frau Amusch hat mich eben gefragt, wie machen das denn die Tiefbauer? Wir haben natürlich hier unter BBSoft, das ist jetzt Tiefbau. Ich habe jetzt hier mal eine Pol-Linie gezeichnet über unseren gesamten Planungsbereich hinweg. Da gibt es eine Funktion, heißt dann Tools, Planrahmen. Und dann sage ich Planrahmen anlegen. Und dann geht ein Dialog auf, wo ich dann hier festlegen kann, in welchem Maßstab. Hier ist jetzt irgendwas am Zwischenspeichern. Ja, hier kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte ganz gerne ein 250er Maßstab. So, kann dann hier festlegen, was für ein Papierformat. Hier haben wir natürlich viele Formate, man kann neue Formate hinzufügen. Sage, ich möchte ganz gerne das hier im A3-Format haben. Und einzeln kann ich sowieso definieren, aber wir haben hier die Möglichkeit, eine Planrahmengruppe zu erstellen und dann zu sagen, entlang dieser Achse. Und dann sagt er so in etwa mit Nordausrichtung und so weiter, was hast du denn für eine Überlappung? Ich sage, 5 Meter soll es überlappt werden. Dann sage ich, zeig mal. Ja. Eigentlich müsste es hier im Kreisbogen weiterlaufen, weiß nicht. Es ist halt bei mir so eine Entwicklerversion. Ich nehme an, dass es damit zusammenhängt. Plan, drehen. Und dann kann ich hier sagen, okay. Und gehe dann hierher und sage, mach ein neues Layout. Und das ist dann Test 1. Und okay. Ich könnte hier noch festlegen, Ansichtsfenster sperren. Ich könnte sagen, okay, 20 mm zum Loch links, 5 mm oben rechts. Ich habe hier meinen Plankopf, was natürlich hier direkt aus einer Datei wie zum Beispiel Nordfile oder mein Blockplankopf hier übernommen wird, könnte sagen, was soll denn in meinen Rahmen hineingeschrieben werden? Quetschfalte, Planquadrate, die im Tiefbau brauchen so etwas manchmal, Koordinatenkreuze und auch hier die Informationen, die wir als Attribut in unseren Planköpfen ja drin haben. Und dann klicken wir hier auf OK. Und dann sehen Sie, dass er jetzt hier Test 1, Test 2, Test 3 und so weiter das Ganze aufzählt. Er zeigt uns im Layout hier, was hat er gemacht an dieser Stelle. Und dann hat er hier ein Layout, zweites Layout, drittes. Ja, das hier ist ja Standard. Der stört jetzt hier an dieser Stelle. Ich mache mal hier weg. So, dann kann man das besser sehen hier. S2, 3 sind, er hat das Heatmap an dieser Linie entlang ausgerichtet und setzt unseren Plankorb, unser Nordpfeil, unsere Beschriftung und so weiter. Entsprechend und hier. Planrahmen steht auch da die Bezeichnung dafür? Planrahmen? Also jetzt zum Beispiel Test 1, ist es auch im Modell zu sehen? Nein, das ist im Modell, ist hier im Modell. Also der Name vom Layout sozusagen. Wo steht denn der? Cool. Ja, das so viel dazu. So, auf die Uhr gucken, 15:45. Wie sieht's aus? Irgendwelche Fragen? Macht da nur 6 Stück? Und damit doch von vorne anfangen? Nein, also wie gesagt, der muss da komplett durchlaufen. Das tut er auch. Ich weiß nicht, warum es in meinem Fall jetzt nicht tut, weil ich immer so eine Version habe, die dann immer, je nachdem, was die Entwickler gestern programmiert haben, landet auf meinem Rechner. Das kann sein, dass das irgendwie noch nicht ganz rund läuft. Aber wenn wir das ausliefern an unsere Tiefbaukunden, dann funktioniert alles, ja. Und das ist ja eine Alternative, und das müssen Sie keine Sorgen haben. Das gibt es halt im BricsCAD pur nicht. Das steht nur für unsere Kunden zur Verfügung, die dann tatsächlich die Vermessungen oder die Straßenplanung oder die Kanalplanung von uns haben. Okay. Gut, wenn keine weiteren Fragen sind. Achso, im Chat gab es eben einen Hinweis. Lassen Sie mich das nochmal suchen. Freigabe beenden. Freigabe unterbrechen. Freigabe stoppen. So, gab es noch einen Hinweis von Frau Zimmerling, Entschuldigung. Ich habe eine Vorlage, eine DWT erstellt, wo alle Layer, Bemaßungsstile, Linien und so weiter drin waren. Und dann, man darf nicht zuzeitig auf Bereinigen klicken. Ja, wenn man bereinigt, dann schmeißt alle Elemente raus, die nicht verwendet wurden in der Zeichnung. Und dann kann man dort entsprechend arbeiten. Das ist natürlich auch eine empfohlene Arbeitsweise, mit einer Vorlage zu arbeiten, zu sagen, das sind alle Linienstile, alle Bemaßungsstile, alle Textstile und so weiter, alle Layer, die ich benötige.
Und wenn Sie mit dieser Vorlage arbeiten, öffnen eine neue leere Zeichnung, dann können Sie all Ihre Einstellungen verwenden. Die Arbeitsmethode oder diese Methode hat einen Nachteil. Dann, wenn Sie zum Beispiel sagen, ich kann keine neue Zeichnung öffnen, ich bekomme eine Zeichnung geliefert und muss in dieser Zeichnung weiterarbeiten, dann müssen Sie auf die Techniken zurückgreifen, die wir besprochen haben, mit Zeichnungsexplorer öffnen, meine DWT-Vorlage öffnen und aus der DWT-Vorlage die Informationen in die Zeichnung übertragen, die von mir benötigt werden. Aber die Vorgehensweise mit der DWT ist natürlich genau richtig, immer eine Vorlage haben, auch als Bürostandard zu entwickeln, mit dem all Ihre Kollegen und Kolleginnen dann arbeiten können. Vielen Dank für diesen Hinweis. Dann würde ich sagen, haben Sie vielen Dank, fast 50 Minuten. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder und bis dahin sammeln wir und bitten natürlich auch Sie, Fragen zu sammeln und sehen uns dann. Was haben wir heute? Sechste? Ist der 19. schon? Ach du Gott, okay. Dann ist das meine letzte Cut-Kaffee-Veranstaltung vor dem Urlaub. Okay, dann bleiben Sie gesund, gehen Sie raus, es ist schönes Wetter und bis demnächst hoffentlich. Tschüss. Tschüss. Tschüss, danke schön. Tschüss.